Wir gehen gleich nochmal rüber zum Kollegen Michael Wöhlenweber, der das Ganze aus Washington natürlich auch mit beobachtet und angehört hat. Michael, und ein Satz, der da auch gefallen ist von Lloyd Austin, dass man eben weiter darauf drängen werde, die Bedürfnisse der Ukrainer nach Panzern zu erfüllen. Da wurde dann eben die Leistung oder die angekündigte Lieferung der Challengers von Großbritannien erwähnt, lobend, eben auch aus Schweden, die CP-19. Fahrzeuge, also Panzerfahrzeuge. Deutschland hat er da in diesem Zusammenhang allerdings nicht mehr genannt. Wie muss man das noch mal interpretieren? Also ich glaube, das ist das Auffällige eigentlich gewesen. Nicht das, was gesagt wurde, sondern vielleicht das, was nicht gesagt wurde. Nämlich Deutschland wurde zuerst einmal im Führungsstatement überhaupt nicht erwähnt. Man musste den Namen Germany ihm regelrecht aus der Nase ziehen. Und klar ist, diese beiden Sätze, die du schon erwähnt hast, man müsste die Ukraine in die Lage versetzen und dann direkt das Lob hinterhergeschickt für die Briten. Das ist natürlich indirekt dann die Aufforderung auch an Deutschland, Leopard 2 Panzer zu liefern. Ja, auf Nachfrage. Deutschland sei führungsstark, ein zuverlässiger Partner. Das ist das, was man dann auch sagen muss in solch einem Zusammenhang. Denn man führt ja auf offener Bühne nicht den Streit. Und dann ist noch kurz in einem Nebensatz erwähnt worden, dass man jetzt ja auf deutscher Seite nachschauen würde, aber nicht in einer lobenden Art und Weise, sondern einfach nur mal so faktisch dahin gestellt. Das war schon ein bisschen dünn, würde ich einmal sagen. Also man konnte es zwischen den Zeilen, so interpretiere ich es auf jeden Fall durchaus, ja, dann erkennen, dass die Amerikaner hoch unzufrieden sind eigentlich mit dem, was da geschehen ist, ne, mit den Lieferungen der Deutschen, mit dem deutschen Widerstand öffentlich. Und das hat man nie öffentlich in der Administration gemacht, Deutschland offen zu kritisieren. Und dabei bleibt es auch, Lloyd Austin hat es, ist dieser Linie treu geblieben, nicht öffentlich, aber man konnte durchaus spüren und sich seine Gedanken machen, wie seine Worte nun tatsächlich gemeint waren. Unser Fernsehsender Welt versorgt Sie rund um die Uhr mit den aktuellen Nachrichten und Hintergrundberichten. Hier beleuchten wir die wichtigsten Themen des Tages und ordnen das Geschehen für Sie ein. Wie Sie uns im TV finden können? Ganz einfach. Indem Sie den Sendersuchlauf an Ihrem Fernseher starten, eine Anleitung finden Sie hier oben verlinkt. Zusammen mit einer Erklärung, wie Sie uns dann über Kabel, Satellit, Streaming, IPTV empfangen können. Hallo und ganz herzlich willkommen hier bei Welt. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.